Auf der Bundesstraße 110 in Brodersdorf ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, der eine stundenlange Sperrung nach sich zog. Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos wurden drei Personen verletzt. Ein Zuckerschock löste den Crash aus. Wie es von der Polizei hieß, war der 79-jährige spätere Unfallverursacher mit seiner Mercedes C-Klasse gegen 10.45 Uhr in Brodersdorf aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr gekommen. Der Diabetiker erlitt während der Fahrt einen Zuckerschock. Auf der Gegenspur stieß er mit einem Peugeot frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 79-jährige als auch der Peugeot-Fahrer in ihrem Wrack eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz, entfernte mit schwerem Gerät die jeweiligen Türen, um an die Fahrer zu gelangen. Beide kamen dann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin im Peugeot wurde leicht verletzt. Die Polizei sperrte die B110 kurz nach dem Unfall in beiden Richtungen. An der Unglücksstelle kam zudem der Notarzthubschrauber zum Einsatz. Um die Polizei bei den Unfallermittlungen zu unterstützen, wurde ein DEKRA-Sachverständiger zu Rate gezogen. Die Sperrung der B110 dauerte nahezu 4 Stunden an.